hier den Science Tech Day. Das ist ein Format, wo sich Leute treffen, die mit Wissenschaft und Technologie experimentieren wollen. Also hier kommen Designer zusammen, Künstler, Wissenschaftler, ITler, ganz viele, hauptsächlich junge Leute haben wir hier, die sich ausprobieren wollen, die Projektideen mitbringen. Wir hatten am Ende 14 Projektideen sogar, also fast zu viele für die ganzen Teilnehmer. Und ja, als die Teams dann fertig zusammengestellt waren, beginnt eigentlich das Hacken. Zwischendurch fährt man dann mal noch zum Baumarkt oder in den Elektroladen, muss vielleicht noch ein paar Materialien besorgen, bedient sich hier im FabLab und druckt Teile aus, die man benötigt. Ja, und die letzten Teams waren, glaube ich, letzte Nacht um 2 sind sie gegangen. Also wir haben ein bisschen in die Nacht hinein gearbeitet. Und seit heute Morgen um 10, also jetzt am zweiten Tag, geht es wieder weiter. Und Ende der Hacks ist um 15 Uhr. Wir bauen Schwimmbrille mit einem integrierten Display, damit die Schwimmer während dem Training schon sehen können, wie schnell sie gerade unterwegs sind. Hier versuchen wir eben, mit der Unterstützung, die uns hier geboten wird, diesen Prototypen wasserdicht zu machen, sodass wir tatsächlich auch mal mit der Schwimmbrille ins Wasser gehen können. Ja, wir versuchen Datenhandschuhe zu bauen. Wir haben hier 2 Prototypen. Ja, das Ziel ist, dass wir Handschuhe entwickeln, mit denen man schreiben kann. Und ja, das funktioniert schon so ansatzweise, aber noch nicht sonderlich kontrolliert. Also spannend finde ich zum einen, dass man einfach mit diesem Attitude rangeht, okay, wir probieren das einfach mal, wenn es nicht funktioniert, ist es auch nicht so schlimm, aber man kann dadurch auch ganz viele neue Sachen einfach testen. Also ein ganz frischer Blick, um an Wissenschaft ranzugehen und damit zu experimentieren. Or also just people who are enthusiasts about trying new shit and seeing what you can do wrong and then eventually finding something that you can do right. So thank you. Ja, und dass man einfach in so ganz kurzer Zeit unter so einem hohen Zeitdruck einfach arbeitet und guckt, wie viel man schaffen kann. Was ja sehr ungewöhnlich ist im Vergleich zu anderen Wissenschaftsprozessen, wo man erst vielleicht einen Antrag stellt und dann sehr lange plant und dann irgendwann mal beginnt zu forschen und die Sachen umzusetzen, passiert halt hier in weniger als 2 Tagen das Ganze.